Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von GeroD. Heute geht es um die Insta360 GPS Preview Remote. Allerdings werde ich in diesem Film hier kein echtes Review machen. Das werde ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachholen. Nein, vielmehr geht es mir um die Frage, ob es tatsächlich möglich ist, mit dieser GPS Preview Remote ein Multicam-Setup steuern zu können. Also mit anderen Worten, kann ich tatsächlich mit dieser Fernsteuerung zwei Insta360-Kameras parallel, also simultan praktisch steuern. Hintergrund meiner Überlegung ist nämlich genau die Tatsache, dass ich irgendwo in einem, ich glaube, amerikanischen Forum entsprechende Hinweise darauf gefunden habe, dass das möglich sein soll. Und genau das ist für mich auch total interessant, denn auch ich verfüge über eine Insta360 X4 als auch über eine Insta360 Ace Pro. Von daher für mich als kleiner Content Creator wäre das natürlich grandios, wenn eben hier besagte GPS Preview genau das ermöglichen würde. Aber wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht vorab ausprobiert. Von daher seid ihr jetzt sozusagen live dabei. Wenn ihr das macht, dann würde ich euch immer empfehlen, so ich das jetzt aktuell auch mache, zunächst einmal darauf zu achten, dass die GPS Remote die aktuellste Firmware hat. Das ist jetzt hier tatsächlich bei mir auch nicht der Fall gewesen. Die ist also mit einer etwas älteren Firmware ausgeliefert worden. Wie gesagt, ich habe die noch nicht lange. Und von daher mache ich als erstes jetzt eben das besagte Update. Das geht über die Smartphone-App. Dazu darf die Insta GPS Preview Remote nicht mit einer der Kameras verbunden sein, sondern man geht einfach praktisch in die App, hat dann entsprechend hier die Insta GPS Preview Remote eingeschaltet und geht dann hier über das Einstellmenü in der Smartphone-App entsprechend in den Bereich GPS Vorschau, Fernsteuerung aktualisieren. Das ging bei mir total problemlos. Man sieht jetzt hier auch Aktualisierung erfolgreich. Ja, und von daher können wir jetzt als erstes unsere Verbindung zu der ersten der beiden Kameras tatsächlich auch durchführen. So, unser Smartphone, das können wir jetzt an die Seite packen. Das Firmware-Update ist ja bereits erfolgreich durchgelaufen. Und jetzt werde ich als erstes die Insta X4 mit der GPS Preview Remote verbinden. Ich swipe dazu mal entsprechend in das Einstellungsmenü rein und sage hier Fernsteuerung verbinden. Die Preview Remote sucht ja schon und zack, das ging jetzt hier sehr schnell. Da können wir bestätigen. Wir haben somit praktisch gleich hier die erste Kamera bereits connected. Wunderbar, das ist also toll. Das ging sehr problemlos. Ja, wir können jetzt hier schon die entsprechende Steuerung machen. Ich teste das jetzt einfach mal nochmal hier für dieses Video, damit das etwas transparenter wird. Ich starte eine Aufnahme und man sieht jetzt hier fast in Echtzeit wird hier auch diese Aufnahme auf der Kamera entsprechend hier schon gestartet. Und entsprechend kann ich sie natürlich auch beenden. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um die Funktionalitäten in diesem Video, sondern eben um die Thematik der Multikamera-Fähigkeit. Ja, jetzt lasse ich diese Kamera mal eingeschaltet. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt machen. Ich werde dann dazu einmal die Insta Ace Pro auch einmal hier entsprechend einschalten. Und auch bei der Ace Pro gibt es ja ein entsprechendes Einstellmenü, wo man eine Fernsteuerung verbinden kann. Das werde ich hier entsprechend gleich auch aufrufen. Jetzt gehe ich nochmal Richtung der Preview Remote und da zeige ich nochmal, wie ihr jetzt auf die zweite Kamerakonnektierung kommt. Ich habe es gerade schon einmal kurz im Einstellmenü gesucht. Das ist aber nicht richtig. Ihr müsst dazu eben, wie gesagt, nicht das Einstellmenü explizit aufrufen, sondern ihr swipet von hier aus runter. Und dann seht ihr hier oben rechts in der Ecke ein kleines Kamerasymbol mit einem Pluszeichen dran. Und genau darauf drückt ihr. Und ich werde jetzt hier einmal parallel dazu auf der Ace Pro die Konnektierung aufrufen. Auch hier wird jetzt die Insta360 GPS Preview Remote sofort gefunden. Ich bestätige praktisch die Verbindung, Fernsteuerung verbunden. Das ging ja hier wie verrückt. Und das ist ja jetzt richtig klasse. Man sieht jetzt hier im Display entsprechend zwei Kameras connected. Das ist natürlich großartig. Jetzt gehe ich nochmal hier bei beiden Kameras aus dem Menü raus. Man sieht es jetzt so ein bisschen. So, und jetzt drücke ich einfach mal hier entsprechend unseren Rekordknopf. Ich bin sehr gespannt, wie gut das klappt. Wow, krass. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das ist ja schon richtig toll. 4 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden. Beide Kameras wurden parallel eingeschaltet. Und man sieht, wie klasse das funktioniert, wenn ich jetzt auch die Aufnahme beende, also wirklich fast in Echtzeit. Man sieht jetzt hier oben links in der Ecke auch zwei Devices nochmal entsprechend dargestellt. Finde ich auch richtig toll. Ich versuche jetzt im nächsten Step mal hier die beiden Kameras parallel auszuschalten. So, ich drücke jetzt nochmal hier etwas länger den Ausschaltknopf.
Da bin ich ja sehr gespannt. Ja, Kamera ausschalten. Jetzt bin ich gespannt, ob wirklich beide Kameras ausgeschaltet werden. Zack, zack. Wunderbar. Das ist ja krass. Damit habe ich gar nicht mit gerechnet. Das klappt ja wie Teufel. Und weil das so toll geklappt hat, komme ich dann gleich zu meinem nächsten Test. Nämlich möchte ich jetzt einmal testen, ob es denn möglich ist, über die GPS Preview Remote die beiden zuvor bereits verbundenen Kameras hier entsprechend über Bluetooth aufzuwecken. Dazu habe ich natürlich auf beiden Kameras Bluetooth Wake-up entsprechend aktiv geschaltet. Die Preview Remote, die habe ich jetzt auch entsprechend wieder eingeschaltet und dann schauen wir mal, was hier passiert. Die Fernsteuerung, die bootet gerade noch, das dauert einen kleinen Moment. Und jetzt wird sie Verbindung aufnehmen zu der mindestens ersten Kamera. Genau das ist hier auch der Fall. Die hat sich schon eingeschaltet, die X4 hier. Mal schauen, was hier passiert mit der Ace Pro. Aktuell ist hier noch nichts ersichtlich, dass es geht. Und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt hier unmittelbar vor dieser Videoaufnahme gemacht habe. Es funktioniert tatsächlich nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also Bluetooth Wake-up zum Aufwecken zweier zuvor verbundenen Kameras, das funktioniert hier leider nicht. Man kann aber, so meine Erfahrung zumindest bislang, die Kameras auch manuell entsprechend dann wieder verbinden. Und zwar in der Form, dass man dann eben die zweite Kamera hier selbstständig einschaltet. Das machen wir jetzt auch nochmal. So, und dann gehe ich jetzt hier auch direkt wieder einmal in das entsprechende Menü zum Hinzufügen der zweiten Kamera. Und zwar war das hier mit dem kleinen Plus-Symbol. Und ich gehe jetzt hier im Vorfeld schon auch einmal auf Kamera mit Fernsteuerung verbinden. Das mache ich jetzt hier auch. Der sucht jetzt die GPS Preview Remote. So, und ich muss jetzt hier einmal auf das Plus gehen. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Fernsteuerung verbunden. Wunderbar. Wir sehen jetzt hier schon wieder im Display von der GPS Preview Remote, dass hier zwei Kameras entsprechend verbunden sind. Das ist auch exakt der Fall. Und damit kann ich jetzt wieder die Aufnahmen beispielsweise starten oder eben aber auch, wie man jetzt hier sehen kann, stoppen. Schauen wir mal, ob es auch möglich ist, fällt mir gerade noch ein, gegebenenfalls die verschiedenen Modis hier durchzuschalten. Ich drücke mal dazu kurz auf den Power-Knopf der GPS Preview Remote. Mal schauen, was passiert. So, Video. Gehen wir mal auf Time Shift. Tatsächlich, auch das funktioniert. Knaller auf beiden Kameras kann ich also hier auch offensichtlich die Modis entsprechend verändern. Ich schalte noch mal weiter durch auf Zeitraffer. Auch das hat wunderbar funktioniert. Ja, und damit bin ich schon am Ende mit diesem doch eigentlich sehr positiven Ergebnis. Ich freue mich darüber, dass ich mit der GPS Preview Remote hier die beiden Kameras eben gleichzeitig steuern kann. Vielleicht wird ja Insta360 auch nochmal mit einem Software-Update, also einem Firmware-Update hier für die Funktionalität des Bluetooth-Wake-ups von mehreren verbundenen Kameras eben entsprechend sorgen. Würde mich freuen, aber ich denke, das ist auch ein Feature, auf das man aktuell noch recht gut verzichten kann, denn die Kernfunktionalität Aufnahme starten, Aufnahme stoppen, die ist absolut gut umgesetzt worden. Apropos gut umgesetzt, ich hoffe, dass ich das mit diesem Video auch halbwegs gut hinbekommen habe, euch eben diese Funktionalität aufzuzeigen. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich noch mehr über ein Abo. Ich sage aber bis dahin erstmal, macht es gut, auf bald, euer GeroD.